Hallo und willkommen zu einer neuen Episode hier bei Tom's Talk Mystery. Heute geht es um paranormale Ermittlungen im Konzentrationslager und der alte Jude im Traum. Ein Thema, welches es in sich hat und worüber man sicherlich auch kontrovers diskutieren kann. Soll man als Ghost Hunter, Geisterjäger, paranormaler Ermittler eine Untersuchung in einem Konzentrationslager durchführen oder nicht? Für mich gibt es da eine klare Antwort und Entscheidung, die ich für mich als Mensch und Ghost Hunter getroffen habe. Und welche es ist, erfahrt ihr später in diesem Video. Wenn man es mal ganz sachlich und nüchtern aus der Sicht eines Geisterjägers oder allgemein eines Menschen, der sich für die paranormale Thematik interessiert, betrachtet, so sind gerade Konzentrationslager und ganz besonders Vernichtungslager wie Auschwitz-Birkenau, Sobibor, Majdanek, Treblinka oder gar Orte, wo es Massenhinrichtungen gab, äußerst interessant, um dort eine paranormale Ermittlung durchzuführen. Denn es ist nicht auszuschließen, dass sich dort noch Seelen von Hingerichteten oder Verstorbenen aufhalten oder gar von den Wärtern und von den Tätern. Allein schon durch die vielen Emotionen und Gefühle, die dort durch die ständige Angst und den Todeskampf zigtausender Opfer des Nazi-Regimes entstanden, kann es sehr gut möglich sein, dass entsprechende Ermittlungen positive Ergebnisse hervorbringen. Allerdings ist es aber auch so, dass nahezu jeder weiß bzw. wissen sollte oder sogar muss, was an diesem Ort mit Menschen geschah, die aufgrund ihrer Lebensweise, Herkunft, Glaubens und so weiter vernichtet und ausgerottet werden sollten, egal ob Kinder, Frauen, Männer, Greise. Und dies war alles andere als ein Vogelschiss in der Geschichte der Deutschen. Keine Sorge, es wird kein politisches Statement. Gerade dadurch, dass man um die unfassbaren menschlichen Tragödien an diesen Orten weiß, wird man es nicht schaffen, diese beim Betreten der Gelände auszublenden. Wie ich ja immer wieder erwähne, sollte man unbedingt zusehen, dass man bei einer paranormalen Ermittlung seine eigenen Erwartungshaltungen auf ein Minimum reduziert, um objektiver bei der Untersuchung zu sein. Aber gerade bei solchen Locations wird man es nicht schaffen können, die Emotionen gänzlich oder auch nur ansatzweise auszublenden. Emotionen könnten sich wahrnehmungsstörend auswirken. Beispielsweise auftretende, beklemmende Gefühle könnten falsch gedeutet werden und sie Geistern zugeschoben werden, obgleich es von einem eigenen Empfinden herrührt. Man hört es von so vielen Menschen, die diese Location betreten, dass Trauer sie überkam. Sollte dies bei einem Ghost Hunter anders sein? Ich könnte mich da nicht von freisprechen. Allein schon wegen der Emotionalität stehe ich einer paranormalen Ermittlung einer solchen Location ablehnend gegenüber. Ihr habt richtig gelesen, der Geisterjäger Tom würde eine paranormale Ermittlung einer bestimmten Art von Location ablehnen und nein, dies hat gar nichts mit Angst zu tun, auch keine Angst vor angeblich rachsüchtigen Geistern. Ich finde einfach, dass man gewisse Locations nicht untersuchen muss, da regt sich bei mir das Gewissen und der Respekt vor den Opfern. Es hat ethische und auch moralische Gründe. Und für mich sind solche Locations anders als von mittelalterlichen Schlachtfeldern oder von Waterloo, Gettysburg und so weiter. Das hat, eine weitaus größere Tragödie. Ein anderer Punkt, um eine solche Ermittlung nicht durchzuführen, liegt in meinen eigenen Erlebnissen begründet. Erlebnisse in Form eines Traumes, den ich seit meiner Kindheit habe und der mich immer wieder einholt und wie in einer Repeat-Schleife sich wiederholt. Ein sehr realer, emotionaler Traum. Ich sehe mich als alten Greis mit einem Kind auf dem Arm, es ist seine Enkelin Rebecca. Sie gehen einen staubigen Weg zu einem Gebäude, dort die steinigen Stufen herab in Vorahnung dessen, was sie dort erwartet. Die letzten Minuten, Augenblicke bis zur absoluten Stille. Die Gefühle des Mädchens sind wie feste Materie greifbar. Gefühle von unendlicher Angst, die auch der alte Greis besitzt, aber dennoch versucht er das Kind mit einem Lächeln von dem, was kommt, abzulenken. Als an sich rational denkender Mensch könnte man die Vermutung hegen, dass ich eventuell mal als Kind einen Film gesehen habe, wo eine solche Sequenz zu sehen und sehr einschneidend für mich war. Oder ein Gebilde.
meines Unterbewusstseins, weil ich mich intensiv mit der Geschichte befasst habe. Aber ich weiß, dass ich in diesem Traum noch weit davor hatte, als ich überhaupt einmal ein Buch zu der Thematik gelesen habe. Ich kann nicht beschwören, dass ich niemals als Kind mal durch Zufall genauso einen Ausschnitt aus einem Film sah, aber würde sich die Sequenz so intensiv ins Gedächtnis einbrennen, ich weiß es nicht. Ich kann mich an die ein oder andere Szene aus Filmen noch erinnern, die ich in meiner Kindheit sah. Keine hatte dieses Potenzial wie diese Szene. Daher bezweifle ich schon, dass es eine Filmsequenz war. Eine andere Möglichkeit wäre, da wird es spirituell, dass es vielleicht ein Schnipsel aus jener Truhe in unserem Unterbewusstsein ist, wo Erlebnisse und Erfahrungen aus einem der Vorleben abgespeichert sind und durch einen kleinen Spalt vielleicht ans Tageslicht kommen. Aber wie ist denn eure Meinung? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Euer Tom.